war aber knapp, ey. 21. Das war knapp als teuer. Ah, warte mal, du. Üben ist noch davon. Das ist schon abgehauen, das Silo. Hallo. Auf Streife die Spezialisten oder was spielt ihr zwei? Nee, uns gibt's bloß im Doppelpack. Weiß zwar nicht warum, aber vor allem hat er so eine komische Mütze auf. Jetzt aber hinterher, Hans, komm. Gut, verdichte mal hier ordentlich, gell? Nicht, dass es wieder umfällt beim nächsten Sturm. Ja, pass auf, da kriegt der Bagger und alles. Ey, der Harry, geht mal rüber. Die andere Sick, guck mal, hey, der Haufen Heu, hey. Volker, Rex, ja. Soll ich dir mal was ein Geheimnis verraten? Ja, Volker mag Bagger, ja, das wusste ich schon. Hallo! Nee, ich wollte ein anderes Geheimnis verraten. Was denn? Wo bist du? Ah, da. Okay, aber ich muss weiter, gell? Ja, Hans, ja, Volker. Ich komm gleich noch bei dir vorbei. Ja, mach doch. Oder, ja, oder wir gehen bald mal schlafen. Ja, das wäre schön. Dann könnte ich nämlich dreschen. Also, Geheimnis? Ich fahr mal heim und dann gehe ich schlafen. Mach das. Tschö. Ciao. Du wolltest mir was sagen, Hans. So, weil morgen ist endlich Erntezeit. Das heißt, ich fahr mal flott nach Hause hier. Alter, hat er uns einfach 80.000 geschenkt? Ist ja nicht wahr, ne? Davon können wir uns den Fendt-Ladewagen mit über 40.000 Liter holen. Müssen wir nur den Strautmann, exportieren lassen. Aber das ist ja kein Problem. Oder er nimmt ihn in Zahlung, er kauft ihn an und vertickt ihn dann weiter. Das ist ja seine Sache. Aber das machen wir gleich in der Früh morgen. Und dann vergrößern wir uns noch weiter. Das läuft ja diese Woche nicht schlecht. Ja, ihr merkt, ich muss immer ein bisschen mehr am Lenkrad kurbeln, bis es ausschlägt. Ist halt leider so. Da ich leider nicht weiß, welcher Todpunkt jetzt genau das Lenkrad ist. So. Gut. Dann gehen wir mal hier schnell schnacken. Du bist im Moment nicht müde. Dann machen wir was anderes. Dann fahre ich mit dem Lambo schon mal hoch. Warum wird jetzt gerade keine Wolle produziert? Geht es nur im Winter oder was? Ich weiß nicht, was da los ist. Echt total vergessen, dass ich hier noch einen Ladewagen habe. So, dann mache ich da mal gerade sauber. Ich muss mir noch einen normalen Anhänger kaufen. Ich habe keinen normalen Anhänger. Deshalb kriegt der Hans noch ein bisschen mehr Geld. Oder muss ich beim Hans noch ein bisschen mehr Geld liegen lassen eigentlich? Das
So ist es eigentlich richtig gesagt. Ne, ich behalte den. Uppala. Ich behalte den. Den Gewicht. Ah, ist schon wieder cool, dass das Lenkrad insoweit funktioniert. Bis auf die Lenkbewegung. Dass es nicht mehr so rumbackt. Also, das war schon lästig. Kann man aber nichts machen. Zumindest im Moment nicht. Ich hoffe, dass vielleicht irgendeiner von euch die Einstellungen kennt und mir dann die richtige sagt, welcher Todpunkt fürs Lenkrad zuständig ist, also für die Lenkbewegung, ja, nicht fürs Lenkrad an sich. Regnet es schon wieder? Ne. Hans? Ja? Hier, der Ladewagen. War doch noch nicht müde. Ja. Was? Ja, Ladewagen. Was soll ich damit? Ich würde gern wissen, was ich dafür noch krieg. Ja, Ladewagen. Geld. Ja, wie viel? Muss ich schauen. Jo, stell mal rein. Guck mal. Hallo, Varune. Hallo, Marlon. Und? Alles tut die. Muss man gerade einen Schluck trinken. Alles gut? Ja, alles gut. Passt. So, ich werde dein Geld gleich immer investieren. Das ist schön zu hören. Ist nur die Frage, wie viel ich dafür kriege. Du kriegst 44.135 dafür. 44,5. 44,135. Oh, das machen wir. Hau weg das Ding. Okay. Ich bin hier gerade, um den Manitou wieder zu bringen. Habe ich gerade gemietet. Ach so. Okay. Ich brauchte den für das Silo. Also für die BGA. Okay. Hä? Fürs Fahrsilo meinst du? Jo. Was hast du gerade gesagt? Ich hab's auch vergessen. Also, ja, ich hab's auch vergessen. Okay. Achso, ich bin hier wegen der BGA. Ich hatte den Manitou gemietet. Jo, den wolltest du zurückgeben. Genau. Ich brauch gleich noch einen neuen Anhänger. Kannst du mal machen, ich muss meinen Traktor ausmachen, weil den jemand nicht ausgemacht hat. Hans. Ich bin nicht Greta Thunberg, tut mir leid. Jo. Hans. Ja. Kannst du. So, Hans. Ich habe eine Bestellung. Ey, so Volker. Was? Du hast so gerade mit mir gesprochen. Jo. Ich brauch was. Du darfst zwei Sachen für mich bestellen. Ich hätte gern den Tigo. Ich muss mir das endlich mal wieder aufschreiben. Ach, jetzt, wenn ich bestelle, dann willst du wieder Kohle haben. Es ist mir gerade wieder eingefallen. Ja, dann vergess es mal wieder und lass es dir beim nächsten wieder einfallen. Ja, Mensch. Okay, dann mach ich halt keine Steuern mehr, verdiene ich halt nichts mehr, okay. Du hast doch noch genug Kohle, oder? Mhm. Ja. Ich bräuchte einen Fentigo.
Ah, jetzt wechselst du doch zu Fendt. Ja, ich muss ja. Was will ich denn sonst machen? Mit Trelleborg. Kaufen? Ja, logisch. Und dann hätte ich gern noch warte mal. Dann hätte ich gern noch den Joskin Anhänger. Kalleborg. Jupp. Auf welchen Joskin? Hm? Welchen Joskin? Den ersten, den Dreiachser. Okay. Der andere ist auch ein Dreiachser, gell? Hm. Aber den kleinen, den Transspace 8000. Noch was? Achso, ne, dann muss ich zum Jürgen, der muss mir den größeren Motor einbauen. Glaube ich. Kann ich auch schnell hier machen. Ja. Nee. Nee, geht nicht. Kann ich nicht machen. Hab kein Geld mehr. Ich muss ja noch den Dinger da mieten. Den was mieten? Na, dieses hier, diese Erntemaschine. Hm. Wo ist denn der nochmal? Hier. Weißt du eigentlich, wem das Mähwerk und den Schrader gehört? Nee, das Mähwerk steht schon ewig da. Ich würde sagen, das gehört dem Harry oder der hat es mal gemietet oder so. Wenn das gemietet hat, dann. Gute Nacht. Gute Nacht. Okay, gut, da, ich danke dir erstmal. Ich muss mal weiter. Mhm. Gut, bis denne. Bis denne. Tschö. Hast du vielleicht was zu tun? Ja, schlafen. Ist doch noch hell. Du hättest was zu tun. Da drüben stehen die Gemeindefahrzeuge im Regen und gammeln vor sich hin. Draußen. Ja. Aber du könntest einen auch nehmen und mir den Joskin runterfahren. Oder hoch ans Feld eigentlich eher. Nee, ich muss jetzt. Tut mir leid, ich bin busy. Kannst du mir vorher noch kurz ein Bett irgendwie anbieten? Ja klar. Weil ist ja schon spät. Komm mit. Jo. Komm mit, mach den Motor aus, komm mit. Mach dein Tor zu. Na komm hier, die ganzen unbegebenen Gäste rein. Das vergesse ich irgendwie immer. So. Wohin denn eigentlich? Soll ich eben spulen oder? Nee, ja, einer soll schlafen. Was soll denn das? Was kam denn für eine Antwort? Hä, geht immer noch nicht? Okay, nein, dann halt nicht. Dann fahre ich mal kurz noch was weg. Aber kannst du auch kurz. Nee, kurz spul, komm kurz. Spul kurz. Was soll denn das? Bis 6. Nee, bis 21. Und dann müssten wir schlafen können. Also mach auf 120 bis 21 und dann müssten wir schlafen können. Oder 20:30, vielleicht geht's jetzt schon. 21 Uhr müsste auf jeden Fall gehen. Jetzt macht Zeit auf 1 oder 5. 5. Ja. Yep. Moinsen. Moin. Ja. So. Okay. Es regnet schon wieder. Oh nein! Aber das hat mir meine Radar-Wettervorhersage auch gesagt. Heute Mittag wird es mal kurz gut. Und heute Abend wieder. Und morgen. Alter, das ganze Wetter ist beknackt. Okay. Jo, ist halt so. Gut, ich muss mal kurz telefonieren.
Mhm.